Der Künstler bei seinem letzten Kontrollgang. Micha Ullmann aus Israel zählt zu den wichtigsten zeitgenössischen Bildhauern. Auf Einladung des Deutschen Bundestages eröffnet er gleich zwei neue Ausstellungsprojekte. Eine temporäre Sandinstallation im Mauermahnmal, im Schadowhaus wiederum sind Skizzen und Zeichnungen des Künstlers ausgestellt. Diese thematisieren abstrakte Formen und deren Wirkungen im Raum. An der Spree, wo die deutsch-deutsche Grenze verlief, nimmt Micha Ullmann das Mauerdenkmal im Bundestag zum Ausgangspunkt, um mit seinen künstlerischen Mitteln Zeit- und Raumerfahrungen im Schatten von Mauern, im Schatten, Ausdruck zu verleihen. Verehrter Herr Ullmann, Ihre Arbeiten regen dazu an, auch scheinbar Bekanntes immer neu zu begreifen, über bedeutende Menschen nachzudenken und schreckliche, aber auch die schönen Ereignisse unserer Geschichte zu erinnern und sie nicht vergessen. Mit seinem Werk Mauerschatten will Ullmann an die Wucht der Teilung Deutschlands erinnern. Der Sand ist eine Metapher für den Schatten, den diese Jahre verursacht haben. So wie ein Schatten im Tagesverlauf wandert, wird hier der Sand von Performern von der Ost- zur Westseite der Mauer bewegt. Kein Zufall, dass 1989 der Mauerschatten endet. Ich probiere es zu berühren, ohne Wörter und auch nicht die Sprache von den Politikern, sondern mit Schweigen vielleicht, aber mit Material, die Erde, die sich bewegt. Der israelische Künstler setzt sich mit dem Unsichtbaren oder Unbegehbaren auseinander. Fünf Arbeiten sind derzeit im öffentlichen Raum Berlins zu finden. Die versunkene leere Bibliothek am Bebelplatz ist derzeit sein berühmtestes Werk. Es ist eine Erinnerung an die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten 1933. Das Besondere an ihm ist, dass er Denkmal nicht als etwas Offensichtliches versteht, sondern als etwas, als eine Aufforderung, die eher mit Stille agiert und mit der Zurücknahme von Informationen. Und darauf setzt, dass der Betrachter selbst seine Kontexte herstellt und nicht wie sonst oft bei Denkmalen Informationen gibt, bei denen der Betrachter weiß, um welches historische Ereignis es sich handelt. Ob in seinen Raumskulpturen oder Zeichnungen, Ullmann interessiert sich für das, was man nicht sofort sieht. Geist und Materie, Erinnerung und Gegenwart sollen dadurch beim Betrachter gleichermaßen angeregt werden. In seiner temporären Sandinstallation blickt er zwar in die Vergangenheit, gibt aber auch zu verstehen, was heute ist. Die Mauer ist gefallen, ja, 9. November 1989. Aber sie ist nicht ganz gefallen in die Köpfe von den Leuten bis heute. Ganz interessant. Aber ich denke, sie fällt jeden Tag noch etwas mehr. Ich denke, es dauert viel mehr als man gedacht hat. Das vielschichtige Werk Mauerschatten im Mauermahnmal kann noch bis zum 6. Juni 2019 erlebt werden. Die Zeichnungen im Schadowhaus sind noch bis zum 31. August zu sehen. Mehr Informationen dazu unter www.kunstimbundestag.de.